Wenn du nichts dagegen hast, Sid, dann bleibe ich hier bei Martha. Nur so lange, bis sie jemanden hat, der die Rast beschützt. Alles fein. Ein Heiler? Martha ist wirklich hart im Nehmen. Jeder andere läge nach so einem Erlebnis erstmal flach. Genau, das ist eine Nokia-Handy-Norm. Weißt schon, waren wir die 8, waren wir die 6. Ich weiß, was T9 ist. Weil T9 ist doch eigentlich das Autofill-Ding. Echt, hat so Nokia sich das ausgedacht mit T9? Hä? Ach, come on. Du hast fein mitgemacht. Nam, 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 nam. Nur feini. Ein ganz bisschen feiner. Gut, dann müssen wir jetzt aber doch nochmal shoppen gehen. Da ist ein Plus. Was brauchst du? Ich habe leider ein bisschen Heil-Items verbraucht. Bitte sehr. Tausend Dank. Besten Dank. Aber lass mal eins frei von jedem. Mal wenigstens, wenn wir mal Loot kriegen, dass das erstmal doch nochmal in Ruhe aufgefüllt werden kann. Was ist hier los? Das macht es nur schlimmer. Ja. Hey, du da! Ich will's überleben. Lauf dich einfach vorbei! Kennen wir dich? Ich kann den Namen nicht merken. Kannst du mit dem Schwert da umgehen? Nö, hab's für Deko. Ich wette, du bist ein Söldner oder sowas. Jetzt fragt sich nur, bist du bereit, es zu benutzen? Eine Herde edler Chocobos braucht nämlich Hilfe. Chocobos. Ganz genau. Wilde Vögel? Na, die großen? Und sogar nicht nur irgendwelche Chocobos. Shiny? Weißherz Shiny. Und ihre Herde sind die mutigsten Geschöpfe, die es gibt. Sie beschützen Reisende vor Banditen und anderem Gesindel. Chocobos bekämpfen Banditen? Es ist wahr. Erst gestern haben sie mich vor einer ganzen Bande gerettet. Brutale Kerle waren das. Und jetzt sind sie zurück und wollen Rache nehmen. Komm schon, steh da nicht einfach rum. Geh und hilf ihnen. Hey, ja. 20 Ruhm und kein Geld. Ach. Na gut. Ja, der geht du genau wie ich. Schön. Bin ich guter Junge. Diese Chocobos. Vorhin haben sie den Weg da drüben gekreuzt. Die elenden Bastarde wollten die armen Dinger wohl zum alten Dock scheuchen. Das ist eine Sackgasse. Rette, Weißherz, und ihre Herde, hörst du? Einen kühneren Vogel gibt es nirgends. Für uns hier ist sie eine Heldin. Ich hatte einen Nokia 3650, das mit der runden Tastatur. Du erkennst sie schon, wenn du sie siehst, ganz sicher. Das habe ich auch immer noch irgendwo in der Schublade rumliegen. Dann viel Glück. Funktioniert schon seit Jahren nicht mehr. Bildschirm ist komplett kaputt. Eine ordentliche Abreibung. Danach hatte ich einen Sony Ericsson W810i. Da war richtig doll. Und dann hatte ich schon das LG P990, ein Smartphone. Ich hatte die ersten zwei Handys jeweils sehr lange. Ja. Weißherz. Ungewöhnlich für einen Chocobo. Boah. Boah. Nee, der Bildschirm ist kaputt. Ich habe mir mal überlegt, eins zu kaufen nochmal. Man kann die recht günstig auf Amazon, auf eBay kaufen. So ein 3650. Die Speicherkarte müsste noch gehen. Was waren so spezielle Nokia-Karten? So, was ist denn hier? Eine weiße Feder. Eine weiße Feder? Das ist mal Dave Timeout, weil er Nokias kaputt macht. Ich dachte, Ambrosia wäre die einzige. Apropos tapfere Vögel. Sie sind wohl da lang. Ist das unser Chocobo? Das wäre natürlich jetzt. Oh. Oh, cool. Guck mal, wie ein Gen 1. Das muss ja unser Chocobo sein. Oh, da ist noch einer. Hi. Was bist du denn her?
So. Lass mal den Loot da aufsammeln. So, in welche Richtung müssen wir denn da lang? Na ja, klar. Weiter dem Weg nach. Solange das nicht wieder so ein Ding kommt. Oh. Diese Chocobos scheinen sich wehren zu können. Oh, was haben wir denn da vorne? Ja. Sieht nicht gut aus. Du bist umzingelt, Federchen. Du hast wohl gedacht, du wärst uns los, was? Wir hatten mächtig Ärger wegen dir. Aber irgendwer wird uns jetzt schon gut dafür bezahlen, deinen Kopf an seine Wand zu hängen. In dieser Gegend eher nicht. Ach, wie kommst du darauf? Weil sie für die Leute hier eine Heldin ist. Tut ihr ihr weh, dann tue ich euch weh. Leck mich! Oder weißt du was? Wir tun nee. Euch einfach beiden weh. Na gut. Ja, recht, das ist ein Zauber, da habe ich schon gesehen. Oh, come on. Hab keine Lust. Lebt doch noch jemand da? Tatsache. Wie neue Gegner. Was war das denn? Also Quatsch. Oh, hi. Ja, lass erstmal den einen da wegmachen. Wo kommt denn die jetzt auf einmal her? Was soll das denn? So. Hallo. Hallo. Troy. Als ob du mich jetzt raidest. Guten Abend. Willkommen zu Final Fantasy 16 im Midgame, I guess. Ich habe keine Ahnung, wie weit wir sind im Spiel. Au. Ich habe gerade noch ein bisschen Probleme mit dem Kerl hier. Hallöchen. Was machst du denn schon so früh aus? Wen raid ich denn dann später? Eieiei. Ich mach schon meinen ganzen Plan kaputt. Warte mal, wir können ja was aktivieren. Das wäre doch sinnvoll. Blitz wegstoßen. Ich kenne das immer noch an. So, so früh ist das 94. Ja, das ist doch früh. Bow Raid. Oh Gott. Ah, nee, die Fähigkeit machen wir nicht. Ich wollte wieder meinen. Oh, warte. Können wir jetzt schnell diese Leiste oben auffüllen mit ganz vielen Treffern. Hallo Tiger, hallo B-Tick, hallo Troy. Ich muss heute weg. Scheiße. Ausweichen. Ach komm, der muss gleich noch sterben. Viel hat er nicht mehr, danke. Banditen bezwungen. So, Hallöchen. So. Genau, hallo B-Tick. Hallo Redbeard. Hallo Baujutsu. Ein bisschen gemischt mit Thoyraid, was? Wie gemischt? Hallo Troy, genau. So, Hallöchen euch. Eine Sekunde, bevor ich den Raid zu dir losging, kam ein Raid. Ah! Okay, verstehe. Den Raid direkt selber weitergeraidet. Schön. Mein Gott, passiert. Genau, und danke, Lance, für den Shoutout. Bei euch gab's... Plague Tale. Ja, ist ein gutes Spiel.
Es ist nicht meins, überhaupt nicht. Es ist mir, auch immer wenn ich es irgendwo gesehen habe, sehr auf die Nerven gegangen, muss ich sagen. Aber dann hast du Spaß damit. Warte mal, Innocence? Ist das der erste, ne? Innocence war der erste, wie ist denn dann der zweite? Requiem. War der auch so viel verdient, just saying. Ja, aber mach mal auch. Wer war das andere, der nochmal, genau, Baujutsu. Mach mal für Baujutsu auch direkt noch einen, komm. Die wurden ja direkt auch weiter geradet. Das ist eine gute Idee, komm. Lance, mach mal. Wie war's? Erzählt. Wir haben hier übrigens sehr viel Story die ganze Zeit, deswegen. Oh, Lost Ark. Okay. Weiß Herz, nehme ich an. Ist das unserer? Komm, das ist doch unserer. Hä? Kennst du sie etwa? Das muss. Diese Narbe. Ich wollte gerade sagen, die Narbe im Auge, komm. Das kann nicht sein. Das ist sein Chocopo. Ja, von der Nacht damals. Ganz am Anfang. Ambrosia? Natürlich ist... Ich nenne meine Tiere jetzt auch immer noch Schnaps. Komm her, Wodka. Wir gehen jetzt Gassi mit Wumm. Das ist ein Shiny. Einfach jetzt, warte mal. 18 Jahre überlebt hat. Oberwackel. Das ist cute. Hey, hast du es geschafft? Können wir die ihm abkaufen, die Herde? Ich dachte, ich schau mal, ob du zurechtkommst. Oh, du hast die Schweine also erledigt. Ich wusste es ja. Und die ganze Herde hat nicht einen Kratzer. Ja. Und nicht nur das. Klar gibt's hier Shoutouts. Lance kümmert sich. Jetzt erzählen wir ihm die ganze Lebensgeschichte von uns und dem Vieh, oder was? Ich glaub's nicht. Mir ist nie in den Sinn gekommen, dass unsere Heldin früher ein Reittier gewesen sein könnte. Aber natürlich passt sie zu einem tapferen Kerl wie dir. Unsere gefiederte Freundin muss sich einiges von ihrem Herrn abgeschaut haben. Oh, als will er schleimen. Genau, will er den Preis hochtreiben, ne? Für seine entstandenen Kosten. So ein Schokobo kostet aber eine ganze Menge. Bist wohl ein Adliger, was? Also, ich... Entschuldige, ich wollte nicht aufdringlich sein. Egal, wer du bist, du hast mir geholfen. Und, oh Gott, Polymechanical. Hi. Was ist denn? Auch an dich ein Hallo. Sie will ihren Herrn zurück, schätze ich. Das Spiel bisher großartig. Na bitte. Dritte Session in Folge. Einverstanden. Ich kann die Finger nicht von lassen. Es ist anders. Ja, Vögelchen kommt mit. Also, Vögelchen und Doggo. Gott, wir bauen den ganzen Zoo. Ich muss es heute Abend den Jungs im Federbett erzählen. Oh, warte hier kurz auf mich. Kriegen wir jetzt noch was? Also das Kampfsystem ist sehr anders zu Final Fantasy. Es ist halt wirklich eigentlich ein God of War. Quasi. Es ist sehr wie God of War. Oder auch vielleicht ein bisschen ein Dark Souls. Er hat uns einen Sattel gebracht. Oha. Das ist nett von ihm. Schick siehst du aus, Ambrosia. Doch, doch. Hast du gerade... Es hat eine Augenklappe bekommen. Sehe ich das? Aber nur eine, ne? Der wirklich ausgezeichnet, oh, wow. Oder? Ja, das tut es. Also das Kampfsystem ist sehr anders eben als frühere Final Fantasy Teile. Story ist dark, sehr dark. Also Alterseinstufung 16 in Deutschland und 18 international. Nachvollziehbar. Aber gut. Wirklich, wirklich gut. Allein deswegen komme ich nicht davon weg, weil... Wie geht's weiter? Das ist wirklich... Du guckst eine Serie. Solche Sequenzen wie jetzt, die einfach recht lang gehen. Also jetzt wir kriegen wir einfach nur unser Reittier zurück. Nach 18 Jahren. Jetzt, wo ich kann man jetzt ein bisschen drüber reden. Ansehe, kommst du mir aus irgendeinem Grund bekannt vor. Nein. Genau. Als diese Chocobos meinen Wagen umgeworfen haben, warst du... nein, das kann nicht sein. Das war damals ein Träger.
vielleicht mein Doppelgänger. So wird's sein. Diese ganze Aufregung. Ja, großartig. Ich hab richtig Bock. Ich bin ja schon völlig wirr. Aber an mein geliebtes Final Fantasy 12 kommt's halt doch noch nicht ran. Nun denn, ich muss weiter. Das halt, mein ganz Final Fantasy 12 war mein erstes Final Fantasy entsprechend. Das ist halt die große Final Fantasy Liebe. Mit dem man anfängt, speziell von den Neueren, sag ich jetzt mal. Bleib erst mal bei deiner Herde. Das findest du halt toll. Ich ruf dich, wenn ich dich brauch. Ah ja. Wie denn mit unserer Azurflöte aus Legends Arceus oder was? Ich schaute mich nicht selbst aus. Lenz hat ja auch nicht reingeradet, aber folgt Lenz trotzdem mal. Ambrosia Sattelzug. Sattelzug und Zaumzug. Beides Maßanfertigen für den Chocopo aus Clives Jugendzeit Ambrosia. Quä, Ambrosia. Schönes Zitat. Kann in Clives Zimmer betrachtet werden. Oder weiß sein. Okay. Chocobo freigeschaltet. Ja. Achso, ich dachte, es kommt ein Menü. Ich habe bei Final Fantasy mittlerweile keinen Überblick mehr. Was habe ich so Überblick? Braucht man ja eigentlich nicht, weil jedes Final Fantasy steht quasi für sich selbst. 11 und 14, die beiden MMOs jetzt mal ausgenommen. Aber die Standalone-Spiele sind alle für sich in sich geschlossen. Also 12 hat mit 15 jetzt nichts zu tun oder mit 7 oder sonst was. Die sind alle eigen. Das reicht vollkommen, wenn du einspielst. Es gibt so ein paar generelle Sachen, die sich durchziehen, ja, aber die werden jedes Mal auch wieder neu erklärt. Das ist kein Problem. Es hört sich so an, als wäre das richtige Final Fantasy mit dem siebten für mich. Mit dem FF7 Remake bin ich so semi-klar gekommen. Das habe ich nur gesehen. Was mich stört beim 7er Remake, dass es auf 3 einzelne Spiele aufgeteilt ist. Du zahlst für die komplette Experience, im Endeffekt, wenn man jetzt mal einen Vollpreis nimmt, die Spiele kosten heute 70 Euro, 210 Euro, wenn du es jedes Mal zu Release spielst und nicht wartest, bis die Disc-Version irgendwo in einem Mediamarkt mal für 40 Euro im Sale ist. Das ist mir dann auch das angeblich beste Spiel der Welt als bestes Remake ever dann nicht wert. Also, sorry. Schwierig, ganz schwierig. Bald Zeit für die gute Nachtlore, stimmt. Ich fand ja das alte rundenbasierte Kampfsystem das Beste. Ja. God of War Kampfsysteme klingt zwar aber auch sehr interessant. Ja, ist geil, aber. Also ich kann mich aufs Kampfsystem mittlerweile sehr gut einlassen. Ich bin immer noch der Schock, dass es was anderes ist, wie ich es kenne. Ist mittlerweile überwunden. Der war am Anfang so, was passiert hier? Warum, was ist mit meinem Final Fantasy passiert? Gut, als jemand, der Final Fantasy 12 liebt, was ja auch ein Open-World-Echtzeit-Kampfsystem hat, ist es trotzdem anders, weil da hast du ja das Gambit-System, dass alles automatisch abläuft, weil du kannst jedem deiner Charakter in deiner Party sagen, priorisiere Aktion 1 wäre, wenn verfügbar, heile Teammitglied, wenn seine HP unter X% sind, mit Item XY oder Spell XY. Danach greife Gegner mit niedrigsten HP an. Danach greife das und das an. Da kannst du richtige Strategien machen. Das ist saugut im 12er. Ich liebe dieses Gambit-System. Großes Kino. Mit dem Chocobo-Dex. Was? Der Chocobo-Dex, das wär's. Das wusste ich leider auch nicht, dachte ich so. Ich möchte auch mal wissen, wie Sephiroth ist. Hab's dann auf Kleinanzeigen gekauft. Ja gut, dann hast du es aber gebraucht und günstig gekauft. Das ist ja okay dann. Fun Fact, das Unternehmen, das Final Fantasy 1 erstellt hat, war bereits vor der Herausgabe pleite. Es wurde entschieden, vor dem Ende des Spiels ohne Gehalt noch es fertigzustellen. Daher der Name Final Fantasy. Genau, es war die finale Fantasie, bevor das Studio pleite geht. Das Projekt wollte man noch fertig machen. Genau, dadurch hat es seinen Namen bekommen. Lenz sagt es richtig. Dieses Spiel war der Durchbruch für eine lange Reihe. Richtig. Wenn Final Fantasy gefloppt wäre, wäre es das mit dem Studio gewesen. Und es wäre bei Final Fantasy einfach nur geblieben. Und mittlerweile haben wir Final Fantasy 16, 30 Jahre später. Ich weiß gar nicht, wann kam Final Fantasy 1 raus. Aber das mit der guten Nachtlore ist wahr. Kehre ins Versteck zurück. Ja, das machen wir jetzt eh. Also, Weltkarte. Weil gute Nachtlore ist eigentlich ein guter Punkt. Wir haben gestern nämlich einfach noch eine halbe oder dreiviertel Stunde Lore gelesen. Im Kompendium. Final Fantasy 1 Release 18. Dezember 87. Wo ist Gav? Der wird sich schon finden lassen. Halt, warte mal. Nee, warum sind wir denn jetzt hier oben? Da wollte ich gar nicht hin. Wir müssen unserem Obolus, unserem Bootsmann,
auch noch seinen Obolus entrichten. Okay, beim zweiten Mal ist der Gag nicht ganz so gut. Nein, aber wir haben noch was, damit er seine Schiffe schützen kann. Gegen die Verderbnis im Wasser. Das Holz zersetzt. Ich hab dein Zeug dabei, hi. Und? Hast du das Wachs gefunden? Und es sieht echt gut aus, das Spiel. Kann man es auch nennen. Naja. Distelwachs, 5 Stück. Hier hast du. Sind 35 Jahre Final Fantasy. Gibt 4 Jahre länger Final Fantasy als mich. Das riecht ja wie ein Chocobo-Arsch. Aber der Argo wird's egal sein, solange das Zeug ihren Kiel über den Wellen hält. Dein Argo? Schiff heißt Argo. So heißt dein Boot? Interessant. Ist das mein Vater. Eine Anspielung? Warte mal, gleich. Der Alte auch ein Fährmann. Jetzt habe ich nur noch sein Boot. Und das wird weiter segeln. Dank dir, Sid. Gerne, gerne. Argo als Gefährt. Als im Endeffekt, nennen wir es mal großzügig Mount. Abzeichen der Stärke. Das haben wir schon in schlechter. Die gibt es also auch in besser, die Dinger. Das ist interessant. Shadow of the Colossus. Das Pferd, das man das ganze Spiel über hat. Das ist kein Spoiler. Das hast du von der ersten Sekunde an. Das heißt auch Argo. Ist das eine Hommage an Ding jetzt eben? An Shadow of the Colossus? Wenn ja, cool. Das ist ein großartiges Spiel. Argo. Er sagt aber immer Argo. Das ist. Die einen sagen. Das ist das Problem. Ich weiß, was du meinst. In manchen Quellen steht Argo, in anderen Quellen steht Argo. Deswegen. Es ist aber nah genug, sage ich. Dass man es als Hommage gelten lassen kann für ein Mount.